Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten Spider-Man 2 Let's Play. Wie geil ist dieses Menü hier bitte gemacht? Unnormal geil, Freunde. Gestern kam das Comeback auf Feel Gaming TV nach wirklich 5 Monaten Pause und ihr habt diese Folge einfach auseinandergenommen. Es ist Platz 1 von 10 meiner letzten Videos, über 40.000 Aufrufe, so viel positives Feedback. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Es wird jetzt jeden Tag Spider-Man kommen. Ich habe unnormal Bock wieder. Eure Kommentare haben mich so motiviert, hier weiterzumachen. Und wir werden diesen Kanal jetzt komplett wiederbeleben. Deswegen lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und heute geht's weiter mit der zweiten Folge. Heute ist auch der offizielle Release. Und ich darf einfach mit diesem geilen Controller hier spielen. Könnt ihr mal sehen. Original Spider-Man PlayStation 2 Controller wurde mir zugeschickt. PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller. Scheiße. Oh, guckt euch den mal an. Der sieht schon brutal geil aus, ne? Und was ich noch sagen wollte, Freunde, morgen, also am Samstag, dem 21.10., macht mein eigener Sucuk-Laden in Düsseldorf auf. Für die, die es noch nicht wissen, ich mache einen eigenen Laden auf um 14 Uhr auf der Adersstraße 240215 Düsseldorf müsste es sein. Kommt dort vorbei, würde mich freuen über jeden Einzelnen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in Spider-Man mit Peter Parker und Miles Morales. Let's go. Genau hier haben wir aufgehört mit Miles und da unten haben wir unsere nächste Mission. Woohoo, let's go. Das macht so Spaß, einfach hier durch die Stadt zu schwingen. Ey, geil, guckt euch das an. Guck mal, überall dieser ganze Sand, Alter. Das ist geisteskrank, ne? Wie viel Sand hier ist. Richtiges Sandy von SpongeBob hier am Start. Eieieiei. Warte mal, kann man diese Moves machen in der Luft? Mit Dreieck kann man nochmal dieses Ding aufmachen. Das ist so geil. Woohoo. Es ist wirklich wie ein Film, den du spielst. Ich fühle das komplett. Guckt euch an, wie geil ist das bitte gemacht. Okay. Wir retten. Ein Kristall? Lol. Ich sehe ihn mir an. Hast du die Stimme gehört? Der Kristall ist da hinten. Wir haben nichts angerührt. Das ist die Stimme von Lincoln Burrows von Prison Break. Einfach die Stimme von Lincoln. Wo ist Michael, Bruder? Lass mal wieder Prison Break. Lass in den Knast gehen. Was ist das für ein Kristall? Was ist denn das? Der Kristall der Verdammnis. Was zur Hölle? Wo kommt der denn wieder her? Alter! Bist du noch da? Oh oh. Hast du nicht genug, Marco? Boah. Puh. Ach, geil, Alter. Das ist ja eine geile Kombi. Zack. Viereck hochtreten und dann kannst du dir mal in der Luft eine Bombe geben. Nein, ich bin beim Ref. Er ist vor mir. Bam. Aber ich hab gesagt, wir können die Schwierigkeit auf jeden Fall noch höher stellen. Weil so ist easy. Ich mache noch diese Folge heute mit der Schwierigkeit. Wir schauen uns das mal an. Aber falls es zu einfach wird, Leute. Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt bin ich echt sauer. Oh oh. Venom Schmetter. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja, Alter. Okay. Die Ärzte meinten, Marcos Geist sei zersprungen. Also buchstäblich. Wie sein Geist. Ist ja irre. Hört mal zu, warum was sie sagen. Attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber was? Teile seines Unterbewusstseins? Wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Ja, es ist zu einfach, Leute. Wir werden auf jeden Fall die Schwierigkeit höher stellen gleich mal. Ernesto ist wieder voll drin. Ihr merkt es hier, der Let's Player eures Vertrauens. Ich zock schon so lange Storygames, seit über 15 Jahren. Und deswegen, ja, alles easy hier. Komm her. Ja, warte mal. Guck mal, neue Attacke. Zack. Viereck treten wir hoch. Können wir nochmal Arme runterhauen und nochmal Finisher. Ein bisschen hier Breakdance. Freestyler. Wisst ihr doch immer, wo ich damals gesagt habe bei Spider-Man, boah, sind die motiviert? Okay, warum sind die so motiviert? Was ich schwör. Unterbewusstsein beschützt? Das hat mir einer runtergeschrieben. Ich dachte mir, ey, Digga, dieses... Oh, es ist der motiviert, ist der motiviert. Das waren Zeiten. Okay. Was ist denn das? Das ist Salz. Ne? Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Ein Mikrofon eingebaut. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. Lol, das erinnert mich richtig an Star Wars. Wisst ihr noch diese Dinger, die wir eingesammelt haben, wo man dann auch so Erinnerungen gehört hat? MJ nur meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Ein VIP sitzt in einer Limo fest? Rettung des Limousinenfahrgastes. Bin dran.
Wir können aber noch nicht zu Peter wechseln. Da stand ja, habt ihr gesehen, mit Viereck könnte man zu Peter wechseln. Wow, wow, Alter, was? Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Ich habe immer noch zu tun. Ey, warte mal, gerückt. Was? Gerückt X-Supersprung? Ah, okay, habe ich jetzt gemacht, warte. Jetzt. Wuhu! Oh Junge, das macht so Bock, auch mit diesem Gleiter hier zu fliegen, ey. Guck mal, die ganze Stadt, der komplette Sandy, ey. Juhu! Junge, das mit VR-Brille, Digga. Ich würde durch mein Zimmer springen wie Spider-Man. Hey, bleib weg von der Limo. Ich komme mit der Limo, schon mit der Limo. Oh, oh, jetzt ist es vorbei. Bam. Ich will jetzt diesen Schmetter machen. Wie geht der nochmal? Mit L1 Kreis kann ich nicht machen. Dann setz ich noch auf. Junge, der wäre jetzt gerade so perfekt gewesen, ne? Zack. Ah, oben links ist hier unser Leben. Ich bin gut in sowas. Ich habe Timing, Leute. Bei mir ist Timing das A und O. Bam. Ja, okay, der war jetzt dumm eingesetzt. Scheiße. Was für parieren, parieren. Was mit L1? Zack. Genau, in dem Moment, wenn man es rot ist, dann immer ausweichen. Das ist am besten. Junge, dieses Kämpfen macht so Laune hier, ne? Ich sag's euch. Bam, kriegst du das gegen deinen Kopf. Heilen können wir uns auch noch mit Pfeiltasten nach unten. Das ist echt cool, dass hier alles mit Sand ist, ne? Krieg ich direkt Bock auf Urlaub. Urlaub. Alle mal einen Daumen da lassen, Leute. Ernesto Pesto de Vesto ist wieder am Start mit Del Resto. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist deine Mutter. Und? Ja. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Wer ist denn da drin, Alter? Hol den mal raus, den Hund. Ja, wo? Wie hol ich den VIP denn da raus? Müssen wir ziehen? Zieh! Warte, L1, R1. Als ob der jetzt mit dem Kopf im Sand drin war. Ist hier überhaupt jemand drin? Oh, oh, krank. Lol, das ist J. Jonah Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. Einfach J. Jonah Jameson. Krass, sieht ja aus wie in den Filmen, ne? In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme. Von links. Hey, Spider-Man. Guck mal, wer da ist. Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah, mein Sonnenschein. Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Nein, ich helfe Ihnen, Mann. Mach ein Foto davon. Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef. Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Weißt du, wir helfen dem und können sowas anhören, Alter. Was ist das denn? Juhu! So, wir sind da. Oh, sie haben mich entführt. Gegen meinen Willen. Ich war nicht... Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Geil, Alter. Wo ist Mr. Sumida? Bellingham. Oh, er ist gerade weg. Aus dem er Bellingham. Sagte was von Urlaubsreise. Ich glaube, er war eines Tages berühmt. Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt
was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Es gibt Ärger. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Oh mein Gott. Egal, jetzt kann ich wieder auf seinen Job konzentrieren. Als Spider-Man. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Schade. Ich glaube, die Story von dem Spiel, das wird geisteskrank werden, Leute. Ich sag's euch, es wird uns hier was erwarten, was wir jahrelang nicht mehr auf diesem Kanal hatten. Ich sag's euch, wirklich. Ich hab's im Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir das. Und mein Bauchgefühl enttäuscht mich meistens nie. Boah, wie geil das einfach sieht. Aussieht jetzt zu chillen, ne? Guckt euch das mal an, wie geil. Hey, tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreib ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich hab gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt. Zeig mir New York. Geil. Okay, drei, um stadtweite Aktivitäten zu lokalisieren. Ah, okay. Ah, jetzt können wir sehen, wie weit das weg ist. Da hinten ist der Central Park, ne? Ah, das ist schon geil, Alter. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr das zockt, Leute, im Wohnzimmer auf 4K-Fernseher, ist auch nochmal was anderes, so, boah. Es ist schon geisteskrank, Leute. Ich habe richtig Spaß an dem Spiel bisher. Es ist die zweite Folge. So, wir sind da. Leute, mit Avengers-Logo drauf. Um ein bisschen die Kamera auszurüsten. Warte mal, gedrückt halten beim Zielen, Foto schießen. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi! Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. War das gerade eine Anspielung auf Avengers und so, wegen dir oder wegen Captain America, dieses Schild von dem? Oder vor allem, du hast Dritter Traumfortschritt erzählt, indem du in Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Ah, okay, okay. Jetzt können wir hier gucken. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freigeschaltet. Okay. Markus Erinnerung 0 von 1. Also es gibt, das sind halt so Nebenmissionen. Ne? Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fan von Nebenmissionen, aber wir können bestimmt ein paar auf jeden Fall machen. Wenn ihr Tipps oder sonst irgendwas habt für mich, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Scrolle über einen Distrikt, um deinen Fortschritt zu sehen. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und sie zu deiner Karte hinzuzufügen. Okay. Können wir hier gucken, was es hier so gibt. Zum Beispiel die Stadtmarken kriegen wir hier als Belohnung 2 Stück. Wir sind ja hier, was haben wir hier? Überfallverbrechen. Ja, können wir einfach mal machen. Fertigkeiten haben wir auch noch mal 3, die wir uns eigentlich kaufen können. Wir haben wie viele Punkte? 3 Stück. L1 Dreieck, um dich nach vorne zu katapultieren, Gegner in deinen Weg Schaden zuzufügen. Ich sage, machen wir, komm, oder? Machen wir. Zack, holen wir uns das. Wir haben 3 Punkte. Jetzt haben wir noch das hier. Der Spider-Man-Sturm zieht Gegner von Weitem. Drücke. Ah, es kostet 2 Stück. Wir haben jetzt 0 Punkte noch mehr. Ja. Fähigkeiten haben wir hier. Alter, geil. Jetzt können wir unseren Baum hier auch aufrüsten und sowas, ne? Aber es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann. Sowohl, guck mal hier, wenn er L2 drückt, dann kommt hier Miles. Ah, das ist schon sehr, sehr geil gemacht, wirklich. Also, man merkt ja die Liebe zum Detail. Das ist wichtig, die Liebe zum Detail. Stadtweite Aktivitäten aktualisieren. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel keine Hauptmission am Start. Zum Beispiel hier können wir auch jetzt wieder ein Foto machen, ne? Falls ich mich nicht täusche. So, jetzt können wir hier... Warte mal, wie machen wir das jetzt mit der Kamera? Nein, wisch mal. Nee, hoch. Keine Mission verfügbar. Ah, vielleicht können wir mal zu Miles wechseln. Das würde ich mal gerne sehen. Ah, hier, Foto schießen. Warte. Das ist perfekt. Okay, guck, haben 150 MP erhalten. Stadtmarken mal 2.
Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Okay, wir müssen nach oben, das ist nämlich ein Verbrechen. Ja, Panik-Mission können wir auch machen. Ich werde auf jeden Fall jeden Tag Spider-Man hochladen, Leute, ja? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich störe. Hallöchen. Sieh mal, wer da in der Gegend ist. Zack, zack. Bam, 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 bam. Boom, jetzt machen wir unsere neue. Ach, guck mal, Dings ist auch da, hab ich gar nicht gesehen. Miles ist einfach da. Ach, das ist ein Zivilist. Also, warte. Alle schon tot? Der Arme, der kickt den einfach runter, der ist doch tot. Danke. Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Ich wusste nicht, dass du so schnell bist, Spidey. Hey, geil. Okay, jetzt ist die Frage, wenn wir die Charaktere... Jetzt ist er weg, ne? Wo ist er denn hin? Okay, so, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal um, was wir alles machen können. Also, wir gucken immer auf die Karte. Missionen gibt es hier oben ja auch einen Abschnitt. So, Hauptstory. Abgeschlossen, abgeschlossen. 3 von 31... Es gibt nur 31 Hauptmissionen? Das ist ja nix. Ja, sagen wir mal, pro Folge eine Mission. Okay, da haben wir schon einige Folgen. Safe, aber wir haben gerade keine neue. Da steht 3 von 31. Gucken wir einfach mal, was jetzt kommen wird. Ich glaube, jetzt kriegen wir bestimmt einen Anruf oder sowas, ne? Oder müssen wir vielleicht diese Kristalle erstmal zerstören in den einzelnen Vierteln? Das weiß ich halt nicht. Wir gucken uns einfach erstmal ein bisschen hier um. Aber es macht einfach Spaß hier so. Mein Anzug ist überall voller Sand. Hast du auch Sand im Arsch? Ich sollte mich lieber mal umziehen. Anzug voller Sand, hol dir Ersatzanzug. Ah, okay. Guck, jetzt kommt einfach aus dem Nichts so eine Mission. Ich glaube, wir können auch sogar irgendwie auch schnell reisen und sowas, ne? Das geht ja auch. Guck mal, jetzt schön mit Dreieck. Das ist geil, jetzt mit Dreieck hier fliegen. Boah, Junge. Guckt euch das mal an, wie geil das bitte aussieht, ne? Ohne Scheiß. Wir fliegen hier einfach durch New York. Boah, das ist echt jetzt schon für mich ein Meisterwerk, dieses Spiel, ne? Allein schon das Wasser wieder, ne? Ihr wisst ja, ich liebe das Wasser. Ich bin ein riesen Wasserfan. Ich kann ja mittlerweile schwimmen, wisst ihr doch, bei GTA und so, wo der immer im Wasser ertrunken ist. Das war auch so lustig. Der trinkt da einfach im Wasser, Mann. Scheiße. So. Zack, hochrennen, hochrennen, hochrennen und... Ich bin da. Wir gehen nach Hause. Ne, erst unser Anzug. Ich will auf jeden Fall nochmal andere Anzüge nehmen. Ich feiere diesen Spider-Man 3 Anzug, Alter. Ist der? Oh mein Gott, nein. Ist der da? Du hast eine Stadtmarke. Halt, mit Stadtmarken und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Ah, okay. Du kannst für deine Anzüge auch neue Varianten erstellen. Stell die Varianten für den verbesserten Anzug 2.0 her. Okay, ich verstehe. Viereck gedrückt halten. Oha, Anzüge mit Varianten besitzen zusätzlich zur Originalausrüstung 3 alternative Varianten. Digga, was kann man hier alles machen? Variante markieren. Lol, wie geil sieht das denn aus? Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch deinen Fortschritt freigeschaltet. Oh, das sieht auch geil aus. Boah. Alter, sieht das sexy aus alles, ne? Ich will den Spider-Man-Anzug von Teil 3 haben, Alter, aus dem Kinofilm. Ich hol mir den jetzt mal hier. Der sieht geil aus, Alter. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh mein Gott. Ich brauch den komplett in schwarz. Aber nein, das nimmt doch irgendwie Feeling weg, weil es hat ja auch dieses Jahr was mit diesem Anzug zu tun. Dann ist das nichts Besonderes. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß es doch nicht, Leute. Scheiße, jetzt habe ich mich... Ah, ich nehme einfach den hier. Scheiß drauf. Passt schon, ist okay. Ist okay. Wir können auch mit Miles Anzüge nehmen, andere. Alter, was ist das für ein geiler... Was gibt's hier für geile Anzüge, Alter? Da haben sie sich was einfallen lassen. Das sieht geil aus, dieses... Warte mal, Variante. Boah, wir können auch in Blau machen. Ich würde sagen, komm mal in Blau. Guck mal, Viereck. Dann kann er... Warte mal, der hier. Ist auch nicht schlecht, so ein Blau. Test noch mal ein bisschen aus. Geil, Alter. Sehr, sehr geil. Hey, MJ. Oh, MJ. Hey, oh, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Puh. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep. Yep. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Da war ein bisschen zweideutig. Oh, was ist schlimmer, als gefeuert zu werden? Es einer Freundin zu beichten. Ey, wisst ihr, was lustig gewesen wäre, hätte er so gesagt.
wo sie gefragt hat, ist bei dir die Hintertür offen? Hätte er einfach sagen müssen, nee, aber ist die heute Abend bei dir offen? Boah, wie geil das aussieht hier mit Sonnenuntergang. Guck mal, wie geil die Pflanzen aussehen, wie viel wir fliegen, wie Harry Potter mit Besen im Arsch. Junge, ist das geil, Alter, wirklich. Junge, die Zeit vergeht hier so schnell beim Zocken, das ist geisteskrank, Leute. Nimmt den Like-Button auseinander. Daily Videos, immer schön 30 Minuten. Wow. Es wird brutal werden. Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß. Ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche einen Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Ab zum Arbeitsamt. Jonas schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Scheiße. Na dann. Schlagzeilen. Fein raus, weil Clickbait. Du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simkaria. Der Bugel hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugel überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Denn hier ab, Alter. Hinterzimmer? Ja. Eieieiei. Ich räume mal ein bisschen auf. So wie früher. Räume das Haus auf. Da kann er nicht mit seinem Spinnending alles machen. Räume auf! Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Uncharted, wo wir mit Nathan Drake da die Sachen Speed. Oh mein Gott. So Sachen, alte Sachen anschauen und jetzt so sagen, ah, weißt du noch damals hier, wo wir mit Dingens da waren. Guck mal das Foto da, wer ist das? Auf mit Tom Cruise, ey. Muss mal ein bisschen hier um. Digga, was, ist da gerade eine Ratte an der Wand lang gelaufen oder bin ich dumm? Was haben wir denn hier Schönes? Forest Hills Hypothek Kontoauszug. Überfälliger Betrag $4,764. Laufende monatliche Zahlung. Ausstehende Forderung 494.000. Zinssatz 6,87. Tilgung 277 Monate. Ach, mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Tante May. Ja, er hat die Schulden übernommen. Die arme Tante May, Alter. Ja, wir haben wahrscheinlich alle auch... Wenn nicht, guckt euch unbedingt Teil 1 bei mir an. Vor 5 Jahren, Alter. Das war auch brutal geil, ey. Es war so ein krankes Spiel, Leute. Egal, Bananen sind abgelaufen. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Niemals. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen? Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Kann man nicht machen, Alter. Wenn da die Familie drin gewohnt hat und das Haus was Besonderes ist, da will ich das auch nicht verkaufen, ey. Ist egal, was du dafür bekommst, aber wenn es ein Notfall ist am Ende, du kannst nicht mehr weiterleben, dann ist es was anderes. Aber ich würde trotzdem alles dafür geben, hier nicht ausziehen zu müssen, sag ich euch ehrlich. Ach geil, wir können jetzt so die Umgebung scannen. Das haben die ja gar nicht gesagt. Ich habe ja vorhin konnte ich das nicht nehmen. Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Dann steht er mal eine halbe Stunde vorher auf. Wir so schön zusammen essen.
Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Hey, was ist das? Mein Gott, ich bin gerade vom Zimmer weg, ne? Anstatt, dass sie mal eine Sekunde vorher was sagt. Langsam provoziert die mich aber hier. Ich würde doch trotzdem gerne mal nach oben gehen, sag ich euch ehrlich. Weil oben waren wir auch noch nicht. Bevor wir jetzt hier irgendwas verpassen, was wir vielleicht noch hätten sehen können. Oder vielleicht geht's auch gar nicht hoch, ich weiß nicht. Sehen wir ja jetzt. Ja, siehst du, er geht automatisch runter. Das heißt, wir müssen zu MJ. Mary Jane. Mary Jane in the chain, in the bane. In die Küche. Morgen geht's natürlich auch direkt weiter mit der nächsten Folge. Ich werde die Folgen fürs Wochenende vorproduzieren, weil ich ja am Wochenende in meinem eigenen Laden bin. Oh mein Gott, jetzt wird's krass. Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Zeig mal. Die habe ich lange nicht angesehen. Wie sieht der denn aus? Balance. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Gleichgewicht. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Was ist denn das für ein Loch? Da ist irgendwo ein Loch neben einer Lampe und so, ne? Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, wie niedlich. Ich kann mir vorstellen, dass... Boah, auf einmal ist da so eine dunkle Kammer und die dunkle Vergangenheit von Tante May. Eieiei. Wie konnte Onkel Ben in dem Ding hier einschlafen? Ah, sieht doch bequem aus, ne? Einfach draufsetzen, Füße legen. Junge, was ist das bitte für ein Badezimmer, Alter? Niemals will ich mir so mein Badezimmer einkleiden. Was? Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad, oder? Was ist denn das hier einfach alles in Pink, ey? Einfach eine Kuh. Und das Zimmer war das da hinten. Was haben wir hier noch? Schlafzimmer. Schon ein riesiges Haus. Schon groß, ne? Mein Haus wird ungefähr genauso groß werden. Oh Mann. Manchmal überkommt es einen einfach. Krass. Alle gestorben. Das tut mir so leid für ihn, ne? Das ist schon krass. Riecht immer noch nach May. Riecht immer noch nach May. Oh Mann. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Den guten alten Pete. Wo war das Loch gleich wieder? Hinter dieser Wand. Guck mal, wissen, könnt ihr irgendwas noch sehen hier? So vielleicht ein paar Dingens? Wie nennt man das nochmal? Easter Eggs. Sehen wir irgendwo ein paar Easter Eggs hier? Sind wir da? Aha. Oh, May. Was für eine Brille. Guck mal, der Hund, wie süß. Onkel Ben, du siehst gut aus. Krass. Aber gegen Spider-Man da gekämpft hat. Was macht gerade richtig diese Uncharted-Vibe, so man ja durch das Haus geht, oder? Seid mal ehrlich, weil er noch Crash Bandicoot und so gezockt hat. Was liegt denn da? Guck mal da. Lol, da hätten die mal ruhig mal eine Playstation hinbauen können, oder? Das ist ja eine Playstation 4 auf Wish bestellt. Hier hinter war das Foto. Spider-Man, ist da eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung. Definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über den angeblichen Superheld. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ist weder Super noch ein Held. Also, was ist der? Ein Betrüger? Sind in der Vergangenheit. Aufmerksamkeit will? Was war das? Oh oh. Was war was? Peter. Oh, ich, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... Die Frisur, Alter. In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Hm. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel.
Ich arbeite noch dran. Komm schon. Boah, diese Melodie, Alter. Na los, nur zu. Also, die Soundtracks sind geisteskrank, ne? Man sieht das aus wie diese Pac-Man-Figur, ne? Immer das Beste draus machen. Was eine coole Tante, ey. Flashbacks. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. So wie früher. Finde MJ. Ach du Scheiße. Warum habe ich das Gefühl, Digga, irgendwas sagt mir mein Spinnensinn? Irgendwas passiert jetzt. Es ist gerade so ruhig, du denkst einfach, es passiert nicht. Auf einmal geht gleich eine Bombe hoch oder irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Warum sagt mir das mein Gefühl? Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Oh mein Gott, das ist Harry. Harry. Ach du Scheiße. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war. Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist... unglaublich, du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Mit Fahrrad? Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Und ja, Freunde, genau an dieser Stelle machen wir morgen bei der nächsten Folge weiter. Harry Osborn ist gerade zu uns gekommen. Wer Folge 1 gesehen hat, weiß, was da passiert ist. Und ja, lasst euch überraschen. Es werden noch krasse, krasse Folgen hundertprozentig auf uns zukommen. Heute ein bisschen ruhiger gewesen, aber es hat trotzdem mega Laune gemacht. Jeden Tag heute daily. Deswegen abonniert den Kanal, liked das Video und kommt morgen und am Sonntag gerne zu meiner Eröffnung in meinem eigenen Sucuk-Dönerladen in Düsseldorf vorbei auf der Adersstraße 24215 in Düsseldorf. Würde mich über jeden Einzelnen freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.